warum denn ich? Und da ist Kegane tot. Mist. Wiegt, wie ihr wünscht. Jael-Kales? Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, ich sollte Viziona von Anfang an Untote bannen lassen. Das hilft. Oh, wir kommen einfach ganz sauber hier runter, weil die Knochenköpfe nicht da sind. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ihr könnt doch nicht so viel Probleme mit zwei Knollen haben. Männer sind okay. Okay. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Dita, können wir uns eigentlich Biografien ansehen? Nö, keine Biografie für den. Ah doch, hier. Als ihr Kegane aus seiner Vergangenheit fragt, betont er, dass sich der Fragende um seine eigenen Angelegenheiten kümmern soll, wenn ihm seine Zähne lieb sind. Offensichtlich führt er ein dubioses Söldnerunternehmen und ist vom Reichtum besessen. Jede darüber hinausgehende Information behält er allerdings für sich. Ja. Als ihr Shatin nach ihrer Vergangenheit fragt, sagt sie nicht viel. Aus dem wenigen, was sie erzählt, könnt ihr schließen, dass sie eine Weise ist. Sie scheint eine ausgeprägte Abneigung gegenüber von den Söldnern und der flammenden Faust zu hegen. Ebenso eine offensichtliche Respektlosigkeit gegenüber Männern im Allgemeinen. Sie scheint sich etwas beweisen zu müssen und wahrscheinlich hatte sie nicht unbedingt eine Bilderbuch-Kindheit. Als sie Vizio nach ihrer Vergangenheit fragt, erzählt sie sehr stolz, dass sie eine Dwar aus der Unterreichsstadt Mensoberranzan ist. Sie erzählt nur wenig darüber, warum sie das sonnenlose Reich verließ, doch Trennungen dieser Art sind niemals sanft. Sie behauptet, die Spinnengöttin Lolf nicht mehr anzubeten. Ein Gesinnungswechsel, von dem sogar ihr wisst, dass er häufig tödlich ist. Ihr neuer Glaube gilt der Nachtgöttin Shah, eine angemessene Wahl für eine Drow, doch dies ist kein sicheres Zeichen dafür, dass sie die Brutalität ihres Volkes abgelegt hat. Sie findet das Gesetz der Oberfläche wunderlich und mehr als etwas seltsam, doch dies liegt einfach an ihrer mangelnden Erfahrung. Auch scheint sie etwas naiv über das Ansehen ihrer Rasse bei den Bewohnern der Erdoberfläche zu denken. Viele geben ihr nicht die Chance, die sie zu erwarten scheint, und schon wenn man mit ihr gesehen wird, kann das die Meinung der Leute über einen selber beeinflussen. Ihr wisst, dass sie als Drow widerstandsfähig gegen Magie ist. Ja. Nera. Als sie Nera ihre Vergangenheit fragt, erzählt sie, dass sie schon seit etlichen Monaten auf der Flucht vor den roten Magiern sei. Sie scheint vorschnell und unbedacht zu sein, aber ihr habt auch gehört, dass Hazardeure zu den mächtigsten Magiern zählen, solange sie keinen Unfall auslösen. Trotz ihrer fröhlichen wie auch launischen Art spürt ihr, dass ihre Vergangenheit sie quält. So sehr sie es auch liebt, die Macht ihrer unbändigen Magie zu entfesseln, so sehr fürchtet sie auch, was sie damit an Unheil anrichten kann. Ja, sie ist unser einziger nicht böser Charakter neben Imuen. Als sie Imuen nach ihrer Vergangenheit fragt, schlägt sie spielerisch auf die Schulter. Sie sagt, dass gerade ihr sie kennen solltet, da ihr zusammen aufgewachsen seid.
Ja, das brauchen wir nicht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Worum geht es diesmal? Ja? Ich könnte Tensas fliegende Verbände wirklich gut hier drüben gebrauchen. Alles mehr, hab keinen Bock zu reden. Worum geht es diesmal? Ja? Ich tu's. Das ist ich tu's. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Gut. Wie ihr wünscht. Wir sind hinüber. Worum geht es diesmal? Ja, wie ihr wünscht. Sänger der Nacht. Wenn es blutet, ich tue es. Kraft. Ach ja, die droppen Schädel. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ich liebe Blutvergießen. Okay. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und einer ist gerade weggelaufen. Egal. Vielleicht kommt er wieder und verfolgt mich irgendwann. Naja, man merkt, selbst Skelette können hier. Oh Gott, cool. Ihr habt geläutet. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, Ghoul tot. Ghoul tot ist immer gut. Oh, schöne Blumenwiese. Ja, ein Blümchenteich. So, jetzt sind wir einmal rumgegangen. Jetzt gehen wir so ab, bis wir die hohe Hecke gefunden haben. Und vor allem auch den Gnoll, den wir suchen. Oh, Bär. Bär umgehen wir. Braver Bär, guter Bär. Bin mal gespannt, ob es diesen... Es ist nicht wirklich ein Bug. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Jai Kales? Lasst sie uns ordentlich verdrehen. Schon krass, wie viel diese Skelette aushalten. Kommt in Ordnung. Männer, wirklich. Ich liebe Blutmänner wirklich. Ich brauche ein Bier. Sänger Mädchen herrschen. Ne, hab keine in Ordnung. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hab gar nicht mal so in Erinnerung, dass es um die hohe Hecke so voller Blümchen ist. Die Untoten habe ich in Erinnerung. Nee, die Spinne habe ich leider auch in Erinnerung. Wenn es blutet, kann ich es auch töten. Gut. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wie ihr wünscht. Stimmt, die Truhe, die war unmöglich zu knacken. Aber wir können hier drin rasten. Mist. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Hier drin nicht rasten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, hi, was willst du denn? Hey, hier immer langsam. Ich bin hier gerade in der größten Überfälle. Wenn ihr solchen Lärm macht, kann ich mich ja selbst nicht denken hören. Natürlich könnt ihr kein Wort von dem verstehen, was ihr denkt. Ihr müsst es zuerst aussprechen. Ein Raub, das ist nicht besonders edel oder eher legal von euch. Nehmen wir mal die Eins. Schön, schön, das ist der Plan. Jenseits der Anhöhe da drüben wohnt ein mächtiger Magier. Überall liegen magische Gegenstände herum. Da wette ich mit euch, das Problem ist nur, dass er diese zwei funktionierenden Fleischmonster hat, die ihn bewachen. Und es gibt keinen Schatten, in dem ich mich verstecken könnte. Gegen diese Monster ist wohl Gewalt zwecklos, hilft gar nichts. Es muss einen Weg geben, diese hirnlosen Wesen zu überlisten. Aber mir fällt nichts ein. Was soll es? Wahrscheinlich sollte ich mir einfach ein Halblingsdorf suchen und ausrauben. Ihr könnt hier gern euer Glück versuchen. Es sieht so aus, als hätte ich aus Versehen den Gang der zukünftigen Geschichte geändert, indem ich den Dieb Perdimon Stark überraschte, als dieser gerade seinen Worten nach den größten Diebstahl aller Zeiten plante. Da ich seinen Willen und seine Konzentration störte, hat er mich hier zurückgelassen. Ein mächtiger Magier liegt wohl in der Nähe, bewacht von wütenden Fleischbestien. Fleischbiestern. Stark meinte, sie wären zu bösartig, um sie zu töten, aber vielleicht könnte man sie fortlocken. Ja, eigentlich muss ich nur mit dem Magier reden, dann lassen mich die Golems im Frieden. Ach, nicht schon wieder. Meine Milz! Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich auch? Nur zu fragen. Sicher. Dieser Zwerg sah auch schon mal besser.